Hallo meine Wollmäuse, heute geht's wieder mal ans Handgemachte. Wir sind jetzt schon beim dritten Video für unseren Knitalong, Le Pouf Knitalong. Hier einmal der Hashtag bitte. Und wir gehen jetzt mal auf Seite 5 der Anleitung. Ich habe allerdings in den vorangegangenen Videos eigentlich schon alles davon erklärt. Und zwar steht da Instructions, also unsere Strickanweisungen. Was hier noch einmal erklärt wird, ist einfach der Fade-Effekt, den ich aber eigentlich schon gut genug erklärt habe. Aber ich reiße es jetzt nochmal ganz schnell zusammen, wie man einen Fade erreichen kann, wenn man die Maltechnik verwendet. Hierfür nimmt man den Faden doppelt und fängt an, indem man Farbe 1 mit sich selbst doppelt hält. Also hier habe ich Farbe 1 und Farbe 1. Dann lässt man einen Faden fallen von Farbe 1 und nimmt sich den ersten Faden von Farbe 2, also strickt Farbe 1 mit Farbe 2. Dann kommt Farbe 2 mit Farbe 2, dann Farbe 2 mit Farbe 3, Farbe 3 und Farbe 3 und so weiter, damit man eben einen sanften Übergang der Farben erhält, ohne wirkliche Streifen zu stricken. In der Anleitung steht noch ein Tipp, dass man diesen Mal-Fade-Effekt am besten erreicht, wenn man eben mehrfarbiges Garn oder gespeckeltes Garn eben verwendet. Denn, und das ist eigentlich logisch, verwende ich einfarbiges Garn, bekommt man eher einen Streifen, ein abruptes Ende, als wenn man eben gespeckeltes Garn verwendet, das eben ineinander überfließt. Aber solltest du einfarbiges Garn haben, ist mein Tipp, nimm den einfach für die Bündchen und die Blende und bei der Pullover-Variante für den Halsausschnitt. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob dir dieser Fade-Effekt überhaupt gefällt mit der Wolle, die du hast, dann kannst du das natürlich gleich mal in deiner Maschenprobe testen. Ich bin mir sicher, dass genug Wolle übrig bleibt, denn insgesamt habe ich bei dieser Variante, ich habe die zweite Größe gestrickt, ein S. Ich hatte 8 Stränge und habe aber nur 410 Gramm ungefähr so verbraucht. Auf dieser 5. Seite von den Anleitungen ist aber unten auch nochmal eine kleine Tabelle, die nochmal die ganzen Größen durchgeht, von XS bis 5XL und dann eben auch noch für Bust, den Brustumfang. Backwidth, das ist die Rückenweite, die man hat. Und dann aber auch noch, und das finde ich jetzt sehr interessant, den Armumfang, Arm Circumference. Das ist vielleicht ganz wichtig, denn manchmal ist es ja so, dass man vielleicht, ich nenne es mal, die normalen Maße hat, die Anleitung verlangt, aber dann doch recht dicke Arme hat. Mir ist es schon öfter vorgekommen bei Anleitungen, obwohl ich jetzt gar nicht mehr so die dicken Arme habe, dass mir das hier zu eng war. Deswegen, da checke ich auch noch mal gern und nehme dann lieber, wir können ja handarbeiten und uns da ein bisschen bei helfen, indem wir die Anleitung ein bisschen abwandeln. Ja, dann nehme ich einfach mehr Maschen auf und habe mehr Platz für meine Arme. Das heißt, schaut euch die Tabelle auf jeden Fall nochmal an und ja, vergleicht es mit euren Maßen, euren Körpermaßen. Und nun bin ich am Ende des ganzen Geschwafels. Im nächsten Video wird endlich gestrickt.